Ja, jetzt haben wir es wieder so, ist wieder so weit, ne? Ja, hier ist echt die übelste Baustelle von allen. Ist ein Schand, ne? Ist natürlich auch ein bisschen Geldmangel. Ist ja auch ein bisschen schwierig gewesen. Also die Wirtschaftslage, die geht ja auch nicht an bildenden Künstlern und Grafikern und irgendwie freiberuflichen Leuten so ohne weiteres vorbei. Und finanzielle Einbrüche in puncto Kapitalanlagen und so weiter, kann man ja auch Fehler machen, ne? Wie auch immer, hier liegt es im Argen, aber frag nicht nach Sonnenschein, ne? Wobei man ja hier relativ mit Putzlappen, ne? Das ist ja hier, wenn man sich das ansieht. Die Katzen zum Beispiel, ne? Nur hier, wie die hier laufen. Das kann man jetzt nicht erkennen, glaube ich. Die laufen hier einfach drüber. Da ist doch die Elli drüber gerannt. Ja. Aber da kann man auch mal hier hinstellen. Ich weiß gar nicht, wo das optimal ist. Aber jetzt in der Powerqualität aufgenommen ist das ja auch direkt was anderes, ne? Wie gesagt, das ist der schöne Bitter-CD mal gewesen. Der wird auch wieder schön, aber im Moment sieht es schlecht aus. Hier springt auch nicht an, weil der Anlasser irgendwie hinüber ist. Dann sind die Reifen, da kostet ein Hinterreifen allein damals 1500 D-Mark. Mittlerweile sind das Euro. Zwei Stück vorne, die haben wir noch irgendwo und die sind noch nicht ganz am Arsch, aber hinten die sind Standschäden, hat man bei so einer Gurke, wenn man die da, der steht jetzt hier bestimmt seit 5 Jahren unbewegt. Ansonsten hatte der einen Frontschaden, der ist auch immer noch nicht nachlackiert. Damit fing das Drama ja an. Ne, Transportschaden vom ADAC und dann seitdem nicht mehr rumgejuckt. Ne. Übrigens Hattersheim, ne, wo unser lieber Gott herkommt. Krifte, da gibt es eine Shell-Tankstelle, da habe ich gestanden 3 Tage lang, weil, naja, kaputt. Das passiert bei so einem Auto schon mal, aber bei dem eigentlich normalerweise nicht. Wenn du das einigermaßen vernünftig hergerichtet hast, dann ist das wie eine Korvette irgendwie von Baujahr, weiß ich nicht, 70, 75 ist der ja hier. So technisch gesehen und besser. Nicht nur so diese komische Fahrwerk, was die da hatten noch. Das ist der neueste Stand gewesen damals, so mit Trapezlenker, wie heißt das? Ferguson, ne? Jedenfalls Ferguson und super alles. Ne? Ich meine, wenn man den Wagen fährt hier, der hat im Vergleich zu heute, hat jeder Scheiß Audi A4, 5, 6, keine Ahnung, was das ist, ne? Quattro mit S am besten noch, ein S4 und S und weiter, die haben locker über 500 PS heutzutage, ne? Und das Auto hat, nominell hatte das früher, als es ausgeliefert wurde, 230 schleppische PS, ne? Jetzt ist das so, dass das ein Auto ist, das einzige Auto, was ein Schaltgetriebe hat, Renngetriebe, Monkey-Renngetriebe, also auch noch Corvette, ne? Corvette-Motor. Der ist natürlich ein bisschen aufgemacht, kommt damit mit Auspuffanlage und so weiter und so fort rund 300 PS. Aber das ist natürlich, dieses Ding wiegt hier so ungefähr fast 2 Tonnen.
weil hier noch Bleche verarbeitet worden sind, die früher Mercedes-Standard waren. Das heißt, heute hat so ein Autoblech, weiß ich, sagen wir mal, 1 Millimeter Blechstärke, ne? Muss ja heute, ist ja alles irgendwie super Rost vorgesorgt und so weiter, muss ja alles gar nicht mehr so doll sein. Auch unfalltechnisch kein Thema. Oder Alu, ein Quark da, ne? Der hat eine Blechstärke von 1,8, das heißt, das ist fast doppelt so viel. Ja, das Ding ist richtig schwer, nicht weil da so viel drin ist oder irgendwas, sondern weil das Material, das Ganze, das ist wie ein Monolith, ne? Aus einem Guss, und das ist, da knackt nichts, das ist der Hammer, ne? So ein Bitter CD, das ist eigentlich, da muss man sich mal überlegen, da gibt es keine 400 Stück mehr von. Ach, gab's nie. Sind nur 400 gebaut worden, und jetzt gibt es davon vielleicht noch die Hälfte. Meistens scheiß Zustand im Angebot. Hatte ich schon immer vor, da mal so möglichst viele von zu kaufen, irgendwann, wenn da die Preise anziehen, was mittlerweile geschehen ist. Gut. Mehr als Zustand 1 ist ja eh nicht zu erreichen. Egal, was die Leute sagen, Zustand 1 gibt es ja schon am Werk fast gar nicht. Jedenfalls hier bei diesen Autos mit Sicherheit nicht. Und Zustand 2 ist so ein Teil für 50, 60, vielleicht für Liebhaber ist das sogar noch teurer, so ein Ding, ne? Und der hier hat jetzt mittlerweile, ist der in Zustand 3 bis 4 gelangt. Das sieht zwar schlimmer aus, als es ist, ne, weil ich hier vieles auseinandergebaut habe. Und es ist dreckig, weil hier die ganze Zeit die Fenster aufstehen, damit da wenigstens Luft reinkommt. Naja, das kann man alles lösen, aber das Ding lässt sich einfach nicht bewegen, weil, wie gesagt, die Reifen nicht in Ordnung sind, der Anlasser nicht funktioniert, die Bremsen festgebacken sind, alles Standschäden, ne? Alles scheiß Nummer. Aber man könnte den mit einigem Aufwand, sprich, muss man auch jetzt mal 5.000 Euro reinstecken. Dann ist er zwar noch nicht frisch lackiert, was er auf kurz oder lang auch werden soll. Der war ja ursprünglich mal silbern und hat in irgendeiner Knalltüte den dunkelblau gemacht. Mercedes dunkelblau, oder wie das heißt. Bekannte Farbe. Ja, was macht man dazu? Ne? Dann guckt man sich hier mal um, dann sieht man, dass das hier eine blaue Lederausstattung ist. Und was macht man dann mit dem dunkelblauen Außenbemalung? Ne? Das Ding war ursprünglich silbern, ne? Und das soll es eigentlich auch wieder werden. Aber ja, erstmal, wie gesagt, das kostet, wenn ich das anständig mache, richtig Geld. Und das ist zurzeit nicht da. Von da an fällt ja, ich muss erstmal fahren, ne? Und ja, dann kann man das bei Gelegenheit mal machen. Ich hatte aber auch schon so pharaonenartig an mal Gold gedacht. Gab es ja auch, ne? Ist ja kein Problem. Findet man im Angebot sogar an goldene CDs, aber. Ja, mal gucken. Ja, wie gesagt, original war der Silber. Und dann wäre das das Einfachste, wenn man das wieder macht, hat sich die Sache. Ne? Das Ding war Ausstellungsfahrzeug in Amerika, ist übrigens der 8. je gebaute von denen. Erste Serie, das heißt, davon gibt es eh nur 10 Stück. Das heißt, die haben, unterscheiden sich durch die Heckleuchten zum Beispiel. Vorderlampenkonstruktion und so weiter, das war alles noch nicht das, was dieses Hauptteil war. Also hinterher hatten sie dann irgendwelche, was war das, Lancia, nee, Fiat, irgendwas, Fiat Heckleuchten, das ist jetzt auch, nee, das ist ein Lancia, Montreal, Alfa Romeo Montreal Heckleuchten, ne? Ja, das war früher so. Haben wir auch, was ist ich, habe ich jetzt letztens noch gesehen, Lamborghini, der erste Lamborghini, der hatte NSU-Prinz, ne? Diese alte Gurke mit Heckschleuder damals, hatte so diese ovalen Fenster, Scheinwerfer vorne. Und damit haben die dann hier so ein, zu der Zeit damals, weiß ich nicht, Traumauto, keine Ahnung, ne? Haben sie mit Prinzscheinwerfern ausgestattet. Ja, ist egal, so ist das eben. Ne? Ja, und hier muss mal was geschehen, und hier muss überall was geschehen. Ja, aber was willst du machen? Ne? Hier zum Beispiel TÜV-Bericht, ne? Von
Bachmannsweg 47, Edelrecht, Husbeke, ne? Das Ding ist sicher uralt. Steht noch nicht mal drauf, wie alt. Und, oh ne, es ist ja kein TÜV mit Pannenbericht, ne? Da stand dann Weiterfahrt beschränkt möglich, Starthilfe angeschlossen, Anlasser, siehst du, da war der Punkt, Fehlerursache erkennbar. Ah ne, warte mal, kann man doch sagen, Monatsdatum Juli, Tagesdatum 16, also 16. Juli, das wisst ihr, das kommt jetzt, ne, der Jahrestag. Da fragt sich nur, wie lange das her ist, da schon steht nämlich, oh